Also wir sind begeistert von dem, was Sie da machen, aber Sie haben auch schon natürlich Gefahrensituationen erlebt im Berg und Sie haben auch schon Todesfälle gehabt unter befreundeten Bergführern und Bergsteigern. Wie gehen Sie denn damit um? Mhm. Weil Ihre Fröhlichkeit ist ja da und Sie strahlen so sehr. Ja, das ist gar nicht so ein einfaches Thema, weil das, was wir machen, es gibt im Bergsteigen kein Nullrisiko. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer ein gewisses Risiko da. Warum machen wir das dann eigentlich? Stellt sich natürlich die Frage. Und die Frage stellt sich vor allem, wenn Freunde oder Leute, die mir nahe sind, umkommen. Und das hat sich in den letzten Jahren schon gehäuft. Also natürlich, ich bin auch in so einem Umfeld unterwegs, dass ich viele Leute kenne, aber das ist jedes Mal dramatisch. Und das ist so dramatisch, dass ich zum Teil auch mein Leben in Frage gestellt habe. Dass ich in Frage gestellt habe, kann ich das noch mit mir vereinbaren, mein Geld mit Bergführen zu verdienen? Und ich... Am Anfang ging das relativ gut und da habe ich mich nicht so viel drum gekümmert. Also ich war traurig und habe getrauert, aber habe das nicht so ganz verarbeitet. Und irgendwann ist es zu viel geworden und dann hat es mich wie übermannt. Und ich habe im letzten Jahr einfach gemerkt, ich muss jetzt für mich klären, kann ich das noch weitermachen oder ist es mir zu viel? Also ist das zu viel Leiden? Und ich habe tatsächlich mit Psychologen zusammengearbeitet, weil ich gemerkt habe, ich brauche professionelle Hilfe. Und ich glaube, das ist auch was, was im Bergsteigen ein komplettes Tabuthema ist. Also es ist ein komplettes Tabuthema. Was extrem schade ist, weil wir haben alle ganz oft, oder die, die es hauptberuflich betreiben, wir haben alle solche Erfahrungen und das wird immer weggedrückt und ich glaube, wir müssen es verarbeiten und das ist ganz, ganz wichtig. Und mir hat es im letzten Jahr so fast den Boden unter den Füßen weggezogen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen will. Und ich habe aber in der Arbeit mit Psychologen gesehen, das ist einfach mein Leben und das ist das, was mich glücklich macht. Und ich werde es weitermachen und es wird immer wieder diese Fälle geben und das weiß ich und ich muss die Trauer nehmen, aber ich werde es weitermachen. Und das ist ganz wichtig für mich, das zu wissen. Und ich habe auch seitdem wieder Todesfälle miterlebt, auch ziemlich nah und auch Rettungsaktionen mitgemacht. Und es ist für mich aber nicht das existenzielle Problem, weil ich habe für mich irgendwie gemerkt, es ist meine Leidenschaft. Es ist das, was mich glücklich macht und es ist das, was meinem Leben Sinn gibt. Für mich habe ich das gefunden. Es ist sozusagen so, ich sage mal so ein bisschen meine Droge zum Glücklichsein.